Guten Abend, mein Name ist Christian Schlegel. Wir haben Dienstag, den 21. Jänner und wir haben 18 Uhr. Und in diesem kleinen Clip geht es um den MDAX. Habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht, weil ich war ja eine Zeit lang nicht da. Und ich finde, das sollte man unbedingt machen. Und vor euch liegt der MDAX eine Kerze, ein Monat. Ich mache es genau wie den Index und will euch das mal ein bisschen zeigen. Und dann mache ich auch noch den Standard & Poor's und den Dow Jones, aber nicht heute, sondern in den nächsten Tagen. Aber ich werde in den nächsten 1,5 Wochen mehr Filme machen, fast jeden Tag einen. Also, wie gesagt, heute ist es der MDAX. Das heißt, wir sind hier bei 2011, ganz grob. Langer, langer Chart, kompletter Aufwärtstrend, ja. Ob das jetzt nach LJ-Wellen gezählt werden kann oder wie auch immer, der Markt ist im Aufwärtstrend begriffen. Wir waren hier irgendwie bei 7.000 und wir sind jetzt bei 30.000 rund, 28.773. So, also vom Monatschart her kann ich nur sagen, ich mache mal hier das Fadenkreuz raus. Ja, wir sind von der Technik hoch heftigst überkauft. 95 Stochastik, das ist viel, aber wenn Sie mal diesen Zeitraum hier nehmen, da waren wir also auch über 80. Jetzt brauche ich leider das Fadenkreuz wieder, um den Tag genau zu sagen. Da waren wir am 2.7.2012 und wir sind erst hier. 14, 2 Jahre später haben wir korrigiert. Das war die ganze Korrektur hier. Putzig, oder? Wir sind überkauft im Moment lediglich seit dem 1.7. Das heißt, auch nur ein paar Monate. Das ist also, der kann auch lange hochgehen. Aber wir sind auch weiterhin positiv über das MACD. Sie sehen das Histogramm, wo diese moderne Sichtweise, von der ich immer spreche, geht weiter hoch. Das Histogramm baut sich weiter auf. Und wir haben auch hier noch Platz zu den geschichtlichen Geschichten, die wir haben. Hier so 2012, 2013, 14. Da waren wir vom Histogramm auch noch höher. Also ist nichts passiert, ist alles in Ordnung. Die 200-Monatslinie ist weit weg, ja, 10.000 Punkte, das ist viel. Das gilt als viel. Sie sehen immer mal wieder, wenn wir weiter weg waren, kamen immer Korrekturen. Hier auch, ja, wir waren weiter weg, Korrektur. Wie dem auch sei, wir sind am oberen Band auf Monatsbasis und es ist immer noch alles okay. Ich bleibe genauso wie beim DAX, auch für den MDAX, der Meinung, dass wir noch wenigstens 2 Monate, sprich bis Ende März positiv gehen werden. Ob wir dann bei 29.200, 29.500 oder 30.000 liegen, das weiß ich nicht, aber ich habe hier nicht einen Grund, Short zu gehen. Nicht einen. Von der Monatssicht. Gucken wir mal hier auf den Wochensicht. Es ist nicht viel anders. Auch hier, wir sind schon lange, lange überkauft. Wir haben, wo habe ich ihn denn hier? Diesen Bereich hier überboten. Ups. So, man sieht es nicht so ganz so gut. 27.375 sind wir drüber. Dann sind wir 1.400 Punkte drüber. Ja, bumm aus. Das ist das Erreichen von neuen Hochs, von neuen, entweder 52-Wochen-Hochs oder All-Time-Highs. Davor stehen momentan im DAX die Allianz, die SAP. Was hatte ich vorhin noch gesehen? Deutsche Börse. Ist mir so aufgefallen, die stehen alle vor solchen Punkten, ja, und wenn ein neues Hoch da ist, ja, denken Sie dann Uncharted Territories. Nicest thing ever. Paradies für jeden Chartisten. Wir gehen also hier auch hoch. Wir sind in der Nähe des oberen Bandes. Ich habe nicht den Hauch eines Verkaufssignals über die Stochastik. Eine ganz, ganz leichtes, weil die Dynamik nicht da ist. Ich möchte nicht sagen, es ist ein Verkaufssignal, es ist nur ein kann sein, muss nicht Signal über das MACD, aber an sich, der Chart ist sauber nach oben gerichtet, alles fein. Auch hier nichts Böses in Sicht. Jetzt gehen wir auf den Tag, das ist ja das, was die meisten interessiert. Hier ist der genaue Ausbruch, den wir hatten. Hier, ich mache das jetzt auch nochmal über das Dings: 27.629. Das mache ich mal weg, das interessiert jetzt keinen. Wir sind drüber, zack, 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 hoch. Wir haben hier das ist so eine Art Umbrella Doji. Relativ seltenes Signal, kleiner Bruder vom Hammer, aber auf jeden Fall ein positives Signal. Wir haben auf Tagessicht super enge Bänder und wir sind am oberen. Wir haben ein neues All-Time-High gemacht, gestern, also am Montag. Stochastik gilt als überkauft. MACD ist positiv, neutral bis positiv. Auch hier kein Verkaufssignal. Es ist keins da. Ich habe keins. Fazit: Ich denke nicht, dass wir, also rein vom Chart her, sei es, dass jetzt irgendwelche wilden Sachen passieren,
ich weiß nicht was, in der Weltwirtschaft, in der Weltpolitik oder wie auch immer. Das weiß man nie. Aber grundsätzlich sehe ich den Markt weiter positiv, gehe davon aus, dass wir bis Ende März positiv bleiben. Wenn ich Short mache, nur kleinste Positionen, also wirklich klein, mehr mache ich nicht, nicht mit Überzeugung, mir mangelt es an Verkaufssignalen. So, dann gucken wir uns jetzt mal hier so ein paar Scheine an. Ich werde erst negativ, wenn wir diesen Punkt hier da unterbieten mit Schlusskurs 27.860. Das ist weit weg. Hier drunter, sagen wir es mal so, muss ich einen Long überdenken. Hier, allerspätestens hier, aber das ist 26.813. Ja, das sind also 2.000 Punkte, das sind über 10%. Aber da muss ich es definitiv überlegen. Dann ist die ganze Aufwärtsbewegung, die wir seit Jahren haben, ad acta gelegt. Soweit ist es noch nicht. Ja. Für die Leute, die der Meinung sind, dass der Index weiterhin hoch sucht, und ich teile diese Ansicht zumindest bis Mitte, Ende März, ja, kann man natürlich sehr enge Scheine nehmen, hier im Bereich 28.216 oder halt hier 27.860 und da habe ich den gefunden. In diesem Fall ist es ein 30er Hebel und wir reden von einer Basis 27.817. Es handelt sich um einen Open-End-Schein von Goldman Sachs. Jetzt habe ich meine Brille nicht dabei, aber es ist die GB Gustav Werther 6N4Y. GB 6N4Y, bitte überprüfen. Ich kann mich auch irren. Aber wie gesagt, ich finde jetzt meine Brille hier nicht. Und ist nun mal so. Also ein Open-End-Schein von Goldman Sachs 27.817. Den Zusammenhang, the trend is your friend. Ja? Mein Kollege Wieland Staudt hat in dem letzten Know-how von Goldman Sachs, das ist eine, wie ich finde, sehr schöne monatlich erscheinende Zeitung, gs.de, da können Sie mal schauen, da können Sie die bestellen, Know-how, und er hat im letzten geschrieben, never fight the trend. Ja, und es ist ein Aufwärtstrend, bei ihm ging es jetzt um das Gold. Ich will nur dazu sagen, zu jedem Börsenboom gibt es ein negatives. Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, never fight the trend oder könnte ich zum Beispiel sagen, wie nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ja, also da gibt es alles Mögliche. Aber er hat einen sehr, sehr schönen Artikel geschrieben über das Gold, wo er sehr, sehr gut lag in diesem Jahr, im letzten Jahr, also ausgezeichnet, dass das komplett befolgt, liegen gelassen, wäre ein super Deal gewesen. Passiert monatlich, ab und zu schreibe ich da auch mal GS, also www.gs.de. Da kriegen Sie die, schauen Sie sich das mal an. Das ist sehr informativ. Die haben auch eine neue Homepage, gefällt mir gut. Jetzt gucken wir mal nach einem Short. Und genauso wie im DAX, ich will ihn eigentlich gar keinen Short hier irgendwie nennen. Zum Schluss nehmen Sie noch, verlieren Geld. Will ich nicht. Aber wenn ich jetzt einen 30er Hebel nehme, bin ich hier bei 29.735, da bin ich hier oben irgendwo. Ach, ich weiß es nicht. Wie gesagt, wir machen hier ein neues High. Ich kann jetzt nicht sagen, da müsste man die Fibos, die LJ-Wellen zu Rate nehmen, ob wir auf 29.000 gehen oder 29.2 oder 3. Solange ich hier kein Verkaufssignal habe oder hier oder die Bänder nach unten gebrochen sind oder die gleitenden Durchschnitte nach unten gehen, mache ich hier keinen Short. Ich nenne ihn ein mit einem Hebel 30, ohne dass ich ihn selbst auch nur anfassen werde. Das ist ein Basispreis 29.735er. Ein Open-End-Schein ebenfalls von Goldman. Ich finde nach wie vor die Scheine von dem Index hervorragend, sei es DAX oder MDAX. Und das ist die Kennnummer GB, das muss ich vielleicht aufschreiben, GB7, A06. Ein Open-End-Schein. Der kommt bei mir erst dann ins Spiel. Und dann würde ich wahrscheinlich sogar einen tieferen nehmen. Also mal angenommen, wir gehen jetzt hier auf die 29.000 hoch und knallen dann unter dieses Ding. Dann bin ich bereit, 29.000er Basis zu nehmen. Aber das, soweit ist es ja noch nicht. Ich habe kein Verkaufssignal, yet. Dann werde ich mir das anschauen. Im Moment ist der rund 1000 Punkte weg. Trotzdem 30er Hebel. Ich halte mich raus im Short. Noch nicht. Ich denke, es ist zu früh. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.